Weißt du noch, als Mama und du mich zur ersten Ballettstunde gebracht habt? Ihr habt mich hochgenommen und gesagt, dass ich keine Angst zu haben brauche. Dass Tanzen das Schönste ist, was es gibt. Im Film geht es darum, dass zwei Welten sich treffen. Ballett, das Klassische, und halt Hip-Hop, mehr Street-Dance. Maron ist in erster Linie mal ein Außenseiter. Er verbringt sehr viel Zeit im Battleland, was eigentlich ein bisschen paradox ist, weil das Battleland eigentlich wie eine riesige Familie ist, diesen Hip-Hop-Spirit wirklich lebt. Was ist Missy eigentlich? Das Battleland ist für mich immer wie so ein großer Spielplatz. Egal wer, woher, wie alt. Auf jeden Fall der perfekte Ort zum Tanzen und Abhängen. Dass dieses Battle Land natürlich ein besonderer Ort sein musste, das ist schon aus dem Drehbuch herausgegangen. Ich hätte da gerne einfach einen Ort, wo alle Leute sagen, wow, da möchte ich auch hin. Das ist Tanzen. Ist wie Strom. Rauscht durch deinen ganzen Körper. Und dann explodiert er aus dir heraus. Checkst du's? Marlon hat jemanden gebraucht wie Katja, um aus diesem Loch rauszukommen. Sie ist Ballerina, soll in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und hat die Chance, ein Stipendium an einer New Yorker Eliteschule zu bekommen. Das ist eure große Chance, enttäuscht euch nicht. Der Papa hat gerade sozusagen das Karriereaus vor Augen. Wir überhöhen das Ganze, dass er einen Bühnenunfall hat und dass ihm ja ganz sehr klar vor Augen geführt wird, er wird nicht mehr tanzen können. Und dadurch projiziert er in seine Tochter einfach sozusagen die Nachfolgerin. Sie ist ganz schnell zwischen beiden Welten extrem hin und her gerissen. Mann, das ist so unfair! Wer bin ich denn eigentlich? Sie verliebt sich in einen jungen Streetdancer und entdeckt ihre Leidenschaft zum Streetdance. Ich will tanzen, und zwar mit dir. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer mit einer extrem guten Laune rausgehen. Dass sie sagen, das war ein tolles Erlebnis, diesen Film zu sehen, weil ich die Figuren nachvollziehen kann, weil ich mich selber mit denen verbinden kann, weil ich mitfühlen kann mit denen, weil ich aber gleichzeitig die Leichtigkeit erlebt habe. Bitte sag mir, dass wir das schaffen. Wir sind Stargirl und Alien. Natürlich kriegen wir das hin. Worauf man sich freuen kann, ist einfach ein Glücksgefühl und eine Freude am Leben, die dieser Film vermittelt. Vor allem über den Tanz. Ich glaube, wir alle haben inzwischen so viel Spaß am Set, dass ich einfach weiß, dass ich sowas übermitteln muss. Und deswegen kann sich jeder freuen, der dann ins Kino geht und da mitleben kann. Denkt an eure Choreo! Scheiß auf die Choreo! Let's go!